Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 18.08.2020. Und unser DAX ist in die Verfallswoche reingestartet mit einem Sommerloch. Ja, also der hat hier wirklich einfach nur die Füße hochgelegt, ein bisschen im Wasser geplätschert, rechts und links, ohne dabei wirklich aber zu kratzen. Das waren ganz oberflächliche Bewegungen, deswegen brauchen wir heute eigentlich nicht viel machen. Die Scheine, die haben sich nicht verändert, da gibt es nichts anzupassen. Also für die Abwärtsstrecken wie für die Aufwärtsstrecken, die beiden nehmen wir hier weiterhin. Von der Analyseseite her hat man gesagt, dass die Chance unten raus schon da. Haben aber auch gesagt, auch mit diesem Auftreten am Abend hin und so weiter, dass der DAX ja oft am Montag eben erstmal immer noch nach oben startet und so weiter und so fort, solle man hier um die 69, 59 rum ein bisschen aufpassen. Die haben wir gesehen, die hat ganz gut reagiert. Tolle, viel Spaß hat das nicht gemacht. Na, ist ja nur, ich glaube, 50 Punkte im Maximum nach unten raus. Das dürfte viele aus dem Short schon wieder rausgetrieben haben. Jetzt würde dadurch natürlich jetzt passen, dass er zum Dienstag dann vielleicht noch ein bisschen mehr mal macht. Aber pff, ja, das ist so. Brauchen wir jetzt nicht lange um heißen Brei rumquatschen. Das ist halt nicht viel gewesen. Ne? Gab auch keine neuen Signale. Oben bräuchten wir jetzt über die 69, über die 13.000, um uns da ein bisschen oben raus was zu aktivieren, um uns oben raus ein bisschen pff, einfach Freiraum zu erkaufen. Hoch bis, ich sag mal, 13.50, 13.80, das ist noch ein offenes Gap und dann auch weiter 13.100, 13.200 und so weiter und so fort. Dafür muss er ein bisschen liefern. Ja, dafür würde vielleicht schon reichen, wenn ihr über die 69 drüber geht. Wobei ich ja weiterhin das gerne so an der 13.000 einfach lassen würde, für den Fall, dass er zum Dienstag hier einfach nochmal ein bisschen rumtrödelt. Ansonsten jetzt erstmal nach unten raus, ein bisschen Chance da. Wir haben untergeordnet eine kleine Flacke, also auch wenn Sie auf 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, dann müssen Sie das überall gut sehen, vielleicht sogar auch im Stundenchart. Das, was hier oben hoch geht, wirkt zumindest nach einer Flacke. Das heißt, er könnte sich jetzt ein bisschen nach unten raustoben, dazu muss er die aber nach unten auflösen und dann auch noch Nachdruck bringen. Das ist so momentan etwas, was man schon ein bisschen anzweifeln muss. So wenig Bewegungsmotivation, wie der hier auf den Tag bringt. Aber grundsätzlich, ja, ist halt so. Also, hier unten, Sie sehen es, hier kommt ein bisschen gleitender Durchschnitt, hier kommt unten ein unteres Band aufeinander. Vielleicht macht er auch einfach erstmal hier noch runter. Ja, erstmal nochmal runter und dann schon wieder hoch, ne? Das sollte man nicht ganz verkennen. Die Option ist da. Dann würden sich wieder alle freuen. Oh, endlich fällt er, und dann direkt wieder um und kommt hoch. Ansonsten ist aber so unterhalb von 8,30, 8,10, 800. Ja, vielleicht lieber die 800 nehmen als gleich die 8,30. Wenn im Fall der Fälle macht dort ein ähnliches Geeire wie heute hier um die 9,50 rum. Würde ich jetzt hier einfach das dann auf die Unterseite auch mitspiegeln und würde sagen, also wenn er tiefer geht, dann haben wir hier die 57, die 37 und dann bestimmt auch Richtung 640 ein bisschen Aktion. Aber dafür muss er auch zum Nachmittag noch fallen. Also gerade so auf dem Dienstag, nur am Vormittag runter und dann über Nachmittag, Mittag wieder hoch, das reicht nicht. Ja, der muss auch zum Nachmittag dann da einfach noch weiterfallen. Ne? Das ist ganz wichtig. Von daher können wir das jetzt hier erstmal zumachen. Das soll es soweit dazu sein. Brauchen wir nicht mehr Zeit verdödeln, als notwendig ist. Wenn halt nichts passiert, passiert halt nichts. Und gucken wir noch kurz einen Tag rein. Aber pff, ja, was das? Das ist halt so eine Kerze. Also das ist weder eine Konterkerze, noch eine Signalkerze. Das ist ein einfacher Inside Day, also ein Tag in der Handelsspanne vom Vortag, gibt keine neuen Signale, zeigt ein bisschen Entspannung, zeigt auch, dass nicht viel Druck auf der Unterseite da zu sein scheint. Das muss aber trotzdem mit Vorsicht ein bisschen genommen werden. Also, der kann auch, Sie sehen, dass hier weiterhin hier unten ist halt so ein bisschen, naja, wie eine Art luftleerer Raum halt, ne? Das kann dann, der kann er sich ganz schön verschlucken, der DAX. Und da muss man aufpassen, dass man dann nicht zu sehr in dieser Ruhepolstellung ist, ne? Und dann so mit so Leichtigkeit hingeht und sagt, naja, er fällt ja eh plus 20 Punkte, dann steigt er wieder 20, ne? Und dann zieht er ihn 300 Punkte runter. Ein bisschen aufpassen, ne? Also, dass sie sich da nicht vorführen lassen. Ja, ansonsten kann nichts mitgeben halt, ne? Also die wichtigen Signalmarken wurden nicht gerissen hier. Das ist, hätte über 59. Ich meine, er hat genau das gemacht, was jetzt hier im Fall drin ist, aber da gibt es trotzdem keine neuen Erkenntnisse. Also ich würde schon denken, wir haben Chancen nach unten Richtung mal 800 vielleicht ein bisschen auszutesten. Aber das ist auch eher mehr so, weil ich so das Gefühl habe, dass halt hier echt viele, die hier Short probiert haben, einfach raus sind, ne? Einfach weil es zu lange gedauert hat halt, ne? Und wenn was lange dauert, ist es oft immer noch ein Zeichen, dass die Bewegung noch intakt ist halt, ne? Weil es ist halt keine V-Umkehr. Es ist nicht direkt nach oben ausgekontert. Das ist schon
schiebt schon hier unten auf dem Niveau noch flach zur Seite. Und das Flacke und so weiter und so fort ist schon noch. Ich, ja, hab's gesagt, fühle mich selber bestätigt in dem, was ich sage, mit dem, was ich danach noch gesagt habe. Und von daher, wir lassen das dabei. Na, also über 69 kriegen wir Aufwärtssignale Richtung 13, 13, 20. Und darüber geht halt immer mehr nach oben auf. Ne? 13,50, die sieht ja ganz knackig aus. 13,80, der Gap Close. Und darüber bis 13,200 hoch halt. Ne? Gut, Freunde, dann können wir das hier schon abkürzen, zumachen, ausmachen, Pause machen, fertig machen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg zum Dienstag und wir hören uns morgen wieder. Ciao.